Let's start again. Moin, ihr Zuberster und Zubersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Empire für den Hammer-Clan. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einiges zu tun. Wir machen uns direkt mal auf den Weg ins Lager und direkt mal ganz zum Anfang eine kleine Info. Morgen ab 16 Uhr gibt es einen schönen Livestream, also spätestens ab 16 Uhr geht es los und ab 18 Uhr circa wird es dann Minecraft Empire geben. Also wer Bock hat, kann gerne morgen einschalten. 18 Uhr www.twitch.tv/gtimetv. Damit ihr nichts verpasst. Ich denke, morgen wird auch Revi am Start sein. Morgen wird es auf jeden Fall ordentlich Roleplay geben. Und es wird auch heute in der Folge ordentlich Roleplay geben. Denn wir müssen uns, wie soll ich sagen? Wir müssen uns ein wenig verteidigen, Freunde. Es gibt nämlich hier so ein paar Dudes oder zwei Dudes oder drei, die der Meinung sind, die können sich hier aufführen wie die Axt im Walde und können sich hier alles erlauben. Und denen muss ich jetzt auf jeden Fall mal zeigen, mit wem die sich hier anlegen. Ich meine, einer von denen, der weiß auf jeden Fall, worauf er sich einlässt, wenn man sich mit mir anlegt. Der andere muss das erst leider noch schmerzhaft erfahren und das werden die jetzt auch lernen. Und zwar sind das nämlich hier unsere netten Freunde von den Knochenbrechern. Die sind jetzt gerade nicht da und deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde und werde jetzt in denen ihrer Höhle mal komplett alles zubauen, ja? Damit die mal wissen, mit wem die sich hier anlegen. Denn ich habe mitbekommen aus einer sicheren Quelle, dass hier versucht wird, unser Bündnis zum Speerclan zu zerstören, indem dem Speerclan irgendwelche Taten, die sie nicht getan haben, in die Schuhe geschoben werden und, und. Und deswegen, ja, werden die Jungs jetzt mal erfahren, was es bedeutet, wenn man sich dann doch mit uns anlegt und dass Revi und ich, also wir und der, also wir der Hammer-Clan, wir sitzen hier dann doch schon am längeren Hebel. Und ja, ihr seht ja schon, was ich gerade so mache, ne? Also die werden sich auf jeden Fall darauf freuen können, dass sie hier einiges zu tun haben, wenn die das nächste Mal wieder ins Spiel kommen. Deswegen, ich muss mich ein bisschen beeilen. Nicht, dass gleich irgendwann plötzlich einer einloggt und mich dann hierbei erwischt. Also, es weiß niemand, dass ich das, was ich jetzt hier gerade mache, mache. Auch wenn das jetzt echt ein bisschen komisch alles klingt. Ja, ich hoffe, dass sich niemand jetzt einloggt und gleich irgendwie auf den Gedanken kommt, jo, ich könnte jetzt auch mal eine Folge aufnehmen noch, ne? So. Übrigens, ich habe auch gehört, dass das Geschenk vom Speerclan, dass sich da auch der liebe nette Early Boy dran bedient haben soll. Also da müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Nachforschungen anstellen. Da werde ich auf jeden Fall mal mit dem Speerclan reden, was das eigentlich soll, warum die da Schlamm und so eine Kacke reinlegen und Setzlinge. Und dann bin ich mal auf die Reaktion von den Jungs vom Speerclan gespannt, was da so rauskommen wird, ja. Ob die wirklich uns so einen Müll geschenkt haben oder was Vernünftiges. Denn ich habe ein neues Geschenk erhalten, das werde ich euch übrigens gleich auch mal zeigen. Der Speerclan hat mir nämlich auch jetzt ein Geschenk gemacht, nachdem wir ja diese Friedensverhandlungen jetzt schon am Führen sind, so ein wenig. Und das sieht auf jeden Fall weitaus, ja, wie soll ich sagen, weitaus wertvoller aus, das Geschenk, als das letzte. Und deswegen denke ich, dass das letzte Geschenk auf jeden Fall definitiv so nicht vom Speerclan kam und dass da irgendjemand seine Finger im Spiel hatte. Und mein Verdacht fällt auch schon ganz stark auf die Knochenbrecher. Ich habe mir das nämlich vorher auch schon gedacht. Und Revi sagte auch schon, dass er das Geschenk, was wir vorher erhalten haben, als eine Art Beleidigung empfunden hat. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da war ja auch wirklich nur Müll drin. Das sah wirklich so aus, als wenn jemand einfach nur seinen Müll loswerden will. Aber, ja, der Sache werden wir, wie gesagt, auf den Grund gehen. Und ich denke mal, die Jungs werden hier auf jeden Fall mehr als genug zu tun haben, wenn sie hier in ihre Höhle kommen und das sehen, ne? Also da können die sich auf jeden Fall drauf einstellen. Da werden die auf jeden Fall gut was zu tun haben. So. Die Stange, die hängt jetzt auch da. Dann machen wir das Ding hier auch mal zu. So. Ich hoffe, dass einer von denen auch auf jeden Fall hier in seiner Höhle ist. Was auch mir wieder aufgefallen ist, das zeige ich euch auch mal. Das ist ein weiterer Grund, warum ich das gerade mache. Hier wurde schon wieder ein Hammer entwendet. Und das hat 100 pro jemand von den Jungs hier wieder gemacht. Weil niemand anders bedient sich sonst an unseren Symbolen, ja. Und deswegen, wie gesagt halt, also, ne, da müssen die Jungs mit leben. So, wir machen jetzt mal hier erstmal hier erstmal schön den ganzen Cobblestone hin. Das muss auf jeden Fall sein. Und ich habe noch eine richtig, richtig coole symbolische Idee, die wir gleich machen werden, ja. Oh Gott, ich sehe jetzt fast gar nichts mehr. Ich setze mal eine Fackel hier ganz am Anfang, so. Damit man hier ein bisschen mehr sieht. So, zack. Also, wie gesagt, ich habe eine echt geile symbolische Idee, die man nutzen kann, um hier mal den Boots so ein bisschen, ja,
aufzuzeigen, wer hier eigentlich der Boss in der ganzen Geschichte ist, ne? Und wer hier das Sagen hat. Und das ist definitiv nicht der Knochenbrecher-Clan. Aber sie werden gleich einen anderen Namen erhalten. Sie werden gleich wirklich einen anderen Namen bekommen, Leute. Wartet ab. Wir sind ja fast jetzt fertig mit der Höhle. Und dann können wir hier loslegen. Mit unserer anderen Geschichte noch. Ich bin echt mal auf die Reaktion gespannt. Wenn das einer von den Jungs sieht, was die da so zu sagen werden, ne? Ich glaube, da werden die auf jeden Fall ein bisschen was zu tun haben, um das hier alles abzubauen. Ne? Da werden die auf jeden Fall jede Menge Spaß dran haben. Und das lassen wir uns mit Sicherheit nicht gefallen hier länger, diesen Umgang. So, dann haben wir das jetzt alles erstmal hier zugebaut. So, sehr schön. So, guck mal, hier ist ja auch noch ein bisschen was, ne? Dann machen wir hier auch mal mit Steinen noch alles schön zu. So, zack, zack, zack. Ich habe ja mehr als genug Cobblestone auf jeden Fall. Also damit können wir auf jeden Fall mehr als genug anstellen. So. Dann wissen die auf jeden Fall, wo sie dran sind, ne? Bei uns hier beim Hammer-Clan. Ich glaube, da werden die Jungs sich auf jeden Fall zweimal überlegen, ob sie sich nochmal da mit uns anlegen oder nicht. So, Blume müssen wir jetzt einmal abbauen hier. So, dann holen wir das hier raus. Ne? So. Knochenbrecher. Ja, ja, ihr werdet jetzt gleich, jetzt werden die nämlich was erleben hier, meine Freunde. Jetzt werden wir nämlich dem Clan mal einen anderen Namen verleihen. Der kommt von Herzen sogar. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Dann hauen wir hier erstmal den ihre komischen Knochen rein. So. So. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich brauche Schlamm. So. Und dann werden wir den jetzt da reinsetzen. Und dann kriegt der Clan seinen neuen Namen nämlich. So. Moment, hier erstmal diese Lianen wegmachen. Und dann kommt hier so ein... Nein, ich wollte nicht schmeißen. Mist. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich reinsetzen. Ich muss eh gleich noch einen neuen Hammer holen. Also Leute, ne? Ich sag jetzt mal so. Ich bin mal auf euer Feedback in den Kommentaren definitiv gespannt, ob ihr sagt, das ist gerechtfertigt. Meiner Meinung nach ja. Weil, und das sage ich jetzt einfach mal den Grund, die Jungs, ja, wir haben die jetzt eigentlich in Ruhe gelassen. Wir haben eigentlich nichts bei denen mehr gemacht, ja. Aber sie versuchen eine gute Beziehung, die wir gerade aufbauen, zu einem anderen Clan, zum Speerclan, zu manipulieren, indem sie uns versuchen, irgendwie in einen Streit mit den Jungs zu bringen. Und das lassen wir uns auf jeden Fall nicht gefallen. Und deswegen nennen wir sie jetzt Hashtag Drex. Drecksclan. So, wir nennen die jetzt Hashtag Drecksclan. Also, wer auch der Meinung ist, dass das mehr als gerechtfertigt ist, kann ja mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Drecksclan, ja. Könnt ihr auch gerne bei den Jungs in die Kommentare bei den Videos schreiben. Ich glaube, da werden die sich auf jeden Fall freuen. So, und deswegen hier euer Name. Er ist genau so dreckig wie... So, Moment. Wie euer Verhalten. So, oh, das Verhalten. Müssen wir noch machen hier, Verhalten. So, zack. Sehr schön. Das ist der Drecksclan. Die werden wir jetzt ab sofort so schimpfen. So, dann kommt hier nochmal ein Hammer rein. Zack, zack. Sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Vor allen Dingen, ja, wir haben zuerst versucht, den Streit zwischen dem Speerclan und dem Knochenbrecher zu entfachen. Und was machen die? Versuchen uns auf genau dieselbe Leier zu kommen. So, als wenn wir so dumm sind, ja. Die denken auch noch wirklich, wir sind so dumm und fallen darauf rein, wenn sie auf dieselbe Art und Weise uns versuchen zu manipulieren, wie wir das bei ihnen versuchen. Also das ist schon, ja, wie soll ich sagen, ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Da fällt mir einfach nichts mehr ein. So, das schöne Blümchen, das kommt jetzt hier hin. Das soll ja nicht beim Drecksclan bleiben. So, dann bauen wir erstmal hier ein bisschen schön die Melonen wieder ab. Ja, also bei uns läuft es auf jeden Fall ordentlich stabil. Dienstag gibt es dann, wie gesagt, einen schönen großen Livestream. Da werden wir auf jeden Fall eine Menge zu, tun haben. Es muss ja auch auf jeden Fall noch ordentlich was gebaut werden und ich wollte eh mal nach oben gehen. Also ich werde am Dienstag, ich habe massig Feedback gestern auf die Folge erhalten, ich werde auf jeden Fall am Dienstag hier weiterbauen. Das wird alles schöner gemacht, dann werden wir da hinten rüber bauen und so.
Ich weiß nicht, ob Revi oben jetzt weitergebaut hat. Da können wir mal eben hingehen und gucken. Also auf jeden Fall will ich die Brücke der Freundschaft anfangen zu bauen. Das haben nämlich ganz viele Leute gesagt, dass sie das eine geile Sache finden, wenn wir die Brücke der Freundschaft bauen. Ja, und Revi hat ja hier oben so eine Art Aussichtsturm angefangen zu bauen. Der ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Das wird auch, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Ja, und Essen haben wir eigentlich mehr als genug im Moment. Da müssen wir einfach mal schauen. Ja, wie gesagt, und jetzt mal gucken, ne, wie der... Oh, was... Ach so, das ist das Dach von diesem Ding hier. Jetzt müssen wir erstmal drauf schauen, wie der Drecksclan halt reagiert hier, ne, auf die Message, die wir ihnen jetzt hier gegeben haben. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, der Sperrclan, der hat unser Geschenk mittlerweile auch erhalten und entgegengenommen. Ich hoffe, dass das nicht manipuliert wurde. Da müsste man nämlich jetzt immer drauf achten. Und das ist das Nervige, wenn man dann so einen Drecksclan hier hat. Nee, die haben es anscheinend bekommen, das Geschenk. Da haben sie sich auch mega drüber gefreut. Ach, ich wollte euch ja mal eben zeigen, was sie mir geschenkt haben. Denn ich habe vom Sperrclan auch ein Geschenk zurückerhalten. Und die wollen halt mit allen Frieden haben. Aber ich denke nicht, dass sie das hinbekommen werden. Die Knochenbrecher. Eieiei, das sieht mir nach so einem Pflegefall aus. Ich denke nicht, dass die Knochenbrecher zu irgendwem friedlich sein werden. Die werden immer für Streit sorgen. Deswegen sollten wir gucken, ob wir die nicht irgendwie verbannt kriegen hier. Oder eher gesagt Drecksclan. Hab ich ja schon wieder jetzt vergessen. Ich muss mich erstmal an den neuen Namen gewöhnen, an den Drecksclan. So, dann zeige ich euch mal eben, was ich bekommen habe. Ich werde das Geschenk auch mal eben leeren. Und zwar habe ich ein Heart of Fire bekommen. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Shroom Powder habe ich bekommen. Dann 4 Steinhammer. Auf jeden Fall mega nice. Dann habe ich hier so ein paar Klauen bekommen und Kohle. Das können wir alles mal direkt ins Lager einräumen, damit das auch schön einsortiert ist und so. Ne? Oh, und ich habe ein Ei hier bekommen wieder. Können wir mal da reinschmeißen, ja. Ah, wieder ein paar Eier hier. Das ist immer gut. Oh. Aber ein Huhn hier draußen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss mal das umbringen. Tut mir leid. Hühnchen, komm schon. Zack. Sehr schön. Schön mit dem Steinhammer zerberstet. So, und dann gucken wir mal eben ganz kurz. Ja, müssen wir eben ganz kurz schauen. Kohle, 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 Kohle. Wo haben wir die Kohle? Ich meine, die war hier. Ja, da haben wir sie. So, zack, das kann da rein. Ja, dann haben wir hier so ein wertvolles Herz des Feuers. Das werde ich auf jeden Fall bei mir mal im Haus aufbewahren, also in meiner Höhle. Da habe ich ja auch dieses mysteriöse Etwas aufgehoben, was man anscheinend jetzt mittlerweile, glaube ich, benutzen kann sogar. Nee, kann ich nicht. Darf es nicht benutzen. Mist. Also das ist ein gebanntes Schwert. Wir haben keine Ahnung, warum. Da scheint irgendwas mit zu sein, aber das Herz des Feuers heben wir auch mal auf. Hier kommen die wertvollen Sachen rein in die Kiste. So. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für heute, Leute. Da haben wir alles geschafft. Heute, Leute. Mensch, ich bin ja heute wieder richtig gut am Rhymen hier. Ja, wie gesagt, also wer Bock hat, kann natürlich gerne heute zum Livestream einschalten. Ich denke mal, wenn das Video online geht, wird es nicht mehr lange dauern. Dann werde ich meinen Stream starten. Heute wird es aber wieder ordentlich World of Warcraft im Livestream geben. Wer Bock hat, kann sich das natürlich gestern anschauen. Gestern waren echt einige Leute am Start. Hat mich echt gewundert. Ne, auch wenn immer alle Leute sagen, warum hast du nur 300 Zuschauer bei WoW? Das sind ja so wenig Zuschauer. Ist mir egal, mir macht's Spaß und das ist das Wichtigste, ne? Oder soll ich nur noch das bringen, was gut Klicks und Views bringt? Dann bin ich ja genauso wie, die YouTuber, die immer so gehasst werden. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was die Community will. Weil im Grunde genommen entscheiden die sich sowieso jeden Tag um. Aber egal. Mir soll es egal sein. Ich werde gleich dann im Stream ein wenig World of Warcraft spielen. Morgen gibt es dann ab 16 Uhr auch einen Livestream. Ab 18 Uhr Minecraft Empire. Und Legend wird es auch wieder in Kürze geben. Denn da wird es ja auch bald wieder, denke ich mal, ein Update geben. Und da müssen wir sowieso ein bisschen uns drauf vorbereiten. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wer genau der Meinung ist wie ich, dass dieser Clan da drüben, ja, hier nebenan, dass das ein Drecksclan ist, weil die mit, ja, einem unfairen Verhalten versuchen, hier irgendwie für Streit zu sorgen, ja. Ich meine, erstmal war das unsere Idee. Ja, wir wollten hier die Manipulatoren sein. Und dafür sorgen, dass sich hier die Clans untereinander in die Haare kriegen, ja. Und dann versuchen die dasselbe bei uns, als wenn wir so dumm sind und darauf reinfallen. Und dann auch noch, ja, mit so läppchen, ja, Anschuldigungen, also, ne, und dann unsere Geschenke hier auch noch verfälschen. Also, das kann so nicht weitergehen. Wer derselben Meinung ist wie ich, der schreibt einfach mal in die Kommentare Hashtag Drecksclan. Und den werden wir auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Abreibung verpassen. Wenn sie das nicht verstanden haben, das könnt ihr denen auch in die Kommentare schreiben, ja. Wenn die hier auf das hier, ne, mit irgendeinem Rachezug dienen sollten, glaubt mir, Leute, es wird immer schlimmer werden. Ich werde immer heftiger werden. Das wird immer krasser, was auf die zurückkommt. Alles, was sie tun, wird
tausendmal größer auf die zurückkommen, ja? Ihr könnt auch denen in die Kommentare schreiben, wenn sie irgendein Video hochladen, wo sie irgendwas hier an dieser Bude hier machen, ja? Also an dieser Höhle. Dann könnt ihr denen direkt schreiben, so, oh Leute, das solltet ihr lieber lassen, Hodor wird euch auseinandernehmen. Hodor wird euch zerbersten, ja? Das könnt ihr denen direkt immer klar machen hier, ne? Wir sind hier diejenigen, die diese Ecke hier kontrollieren und niemand muss der Meinung sein, dass er hier mit uns rumspielt. Vor allen Dingen mit unseren Geschenken, ja? Wir kriegen hier Geschenke und die werden manipuliert und dann wird uns da der Müll reingelegt. Also das können wir uns auf jeden Fall nicht vom Drecksclan gefallen lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Empire oder morgen um 18 Uhr im Livestream, wo wir vielleicht nochmal dem Drecksclan eine kleine Abreibung verpassen müssen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!